Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Um zu erfahren, was wir bis hierhin alles erlebt haben, solltest du dir die vorherigen Folgen anschauen. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch einfach mal ein Däumchen unter dem Video. Ich würde mich freuen. Und nun viel Spaß. Der quatscht mir doch nicht ins Kind im Bauch. Jetzt musst du wieder warten, bis er open ist. Also du feigst mir ein bisschen zu laut. Ich gehe in den Stall. Ich habe immer... Der schluckt dich nicht. Du freust dich ein bisschen zu laut, würde ich sagen. Ja. So geht's. Dann verpostet den Einsatz. Nicht mal Knickner klappt bei mir, echt jetzt siehst mal. Du, siehst du, Drina, mit Hetzen erreicht man nicht immer alles. Aber oh, ich. Weißt du, ich bin so tief traurig. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, ja. Der Spruch, der wohin? Gut Ding will Weile, oder? Ja, ja. Meine Weile ist aber schon eine Weile vorbei, du. Ich werde auch nicht jünger, Mensch. Ja. Ich kann nicht mehr. Das kann ich gar nicht mehr. Ich hab mich mal tot gelacht. Oh, ich schwitze. Oh Gott. Oh, ey, echt mal, da geht man da nach Hause, legt sich. Guck mal, ich hab da schon gelegen, weißt du, in völliger Empfängnisbereitschaft. Und der will mir ein Kind ins Bauch quatschen, ey. Der Bullenhut ist etwa faul, weißt du, schon. Naja, er hätte sich ja nur drauflegen brauchen, ne? Also ja, wirklich glaub, jetzt so viel Bereitschaft, wie ich gezeigt habe, ne? Egal. Cooles Sack. Glaubst du das? Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin flotschnell, Sandrina, von lauter Lachen, ich schwitze wie verrückt. Oh, ich muss mal ein bisschen aufmachen. Ja, wir haben es jahrelang probiert. Boah, ja. Du... Wer? Oh Gott. Du Arsch. Heute Abend, ich sag's dir, knickknack. Knicki knacki nah beim Sacki, ich sag's dir. Oh Gott, Andrina, bist einmalig. Ja, ich wusste nicht, dass man die Kinder in den Bauch quatscht. Ja, aber wenn du mich nicht gehetzt hättest, wäre ich wahrscheinlich drauf gekommen, aber ich habe gar nicht mehr studiert. Warte mal, irgendwas läuft bei mir falsch. Ich habe gedacht, wieso muss ich jetzt schlafen, Kopf? aber mal jetzt eine Frage im Vertrauen, liebe Giulio. Irgendwas läuft bei mir verkehrt. Was? Ich habe Flachshalm bei mir, ne? Was muss ich damit machen? Das tut man bearbeiten, und zwar in der Näherei. Ah, der Halm tut sie bearbeiten, du hast wieder retour, ja. Sie macht Leinen. Eben habe ich dich gefragt und du sagst ja. Ich weiß, ich verwechsel es immer, das ist so mit dem Flachs, ist so eine Sache. Das sind drei Sachen. Zuerst erntest du Flachs, oder? Ja. Und dann bearbeitest du ihn, dann gibt es Flachshalm. Und mit dem Flachshalm macht man dann die Nieren. Ja, ich glaube, Nieren tut dann das bearbeiten, Leinengarn. Ich glaube, Leinengarn, ja. Das ist eben ein bisschen... Die Niere, ja. Spinnen. Ja, genau, Spinnen. Genau. Die spinnt wohl. Ja. Ich bin schnell an der frischen Luft. Ich bin echt nicht mal knicki-knacki, aber im Sack, ich schaffe es nicht.
Es ist wirklich echt die Herde. Du musst viel ruhiger angehen, Andrina. Ja, ich war voller Bereitschaft und so. Ja, aber ich bin zu schnell. Echt. Oh Gott. Guck mal, wie sie feigst. Das ist Das ist doch unfassbar. Nein, weißt du, ich dachte, du musst noch die Zeit abmachen. Und alles. Oh Gott. Traurig. Wieso habe ich jetzt eigentlich ein gebratenes Fischfilet in der Tasche? Und dann musst du dir den Tag aufschreiben, dass wir wissen, wenn die Geburt ist. Dann sollte es dann im gleichen ein Jahr, nein, in Monaten, in Monat. Was ist das jetzt? Was ist jetzt hier? Was ist mit der Keule hoch? Wo? Oh, Keule hoch. Was bedeutet das jetzt mit der Keule hoch? Ach, das Fisch, ne? Weil ich das Fisch gegessen habe. Warte mal. Oh Gott. Da geht man echt mal früh ins Bett, weißt du? Ja, okay. Jahrelang arbeitest du die Nächte durch, jetzt gehst du einmal früh ins Bett. Da wird nichts draußen. Was ist Mani, jetzt? Wir müssen ausreiten, es geht so nicht. Hab ich alles vergessen, Andrina. Ich weiß nicht mehr, wie man isst. Und trinkt. Gilliu, ich mach mal hier diese Getränke aus meinem Rucksack raus, weil ich habe immer dieses Bedürfnis, so etwas zu trinken, wenn es da ist. Ja, ja. Ja, das stimmt. Das rutscht ab. Und wo habe ich denn die Birne her? Oh, die hast du wahrscheinlich gefunden. Hab ich das? Irgendwo im Blut. Das Gift mache ich auch mal raus. Oh, jetzt. Klappt. Und den Kirschwein mache ich auch mal raus. Weil ich habe immer dieses Gefühl, wirklich. Ja, ja, wenn's. Du bist ja um meine Weste abhanden gekommen. Gibt es Demis als Doku auf ZDF? Paarungsverhalten im Mittelalter. Was kann so schief gehen? Oh Gott. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich habe alles vergessen. Junge, ja, ich habe keine Ahnung mehr. Also, wir haben ja eigentlich alles gemacht, ne? Also morgen gehen wir ins nächste Jahr. Denk dran, dass du jetzt alles fertig machst. Also warte mal, was haben wir jetzt? Tagebuch, Karte. Tag 10. Hä? 10? Wie viele Tage haben wir? 10? Ja. Haben wir 10 Tage? Guck mal oben auf den ja, auf ja, den Tag Kompass. 10, stimmt, ja. Tag 10, morgen ist Herbst. Ah, ich wollte schauen, was das in der Näherei, ob ich mir eine Weste machen kann, irgendetwas. Ja, es kostet bestimmt teures. Ja, ja. Teures Schema. Ja, das ruhigt mich jetzt ab, dass die Weste weg ist. Ganz ehrlich, wegen einer Weste willst du gleich ein ganzes Schema kaufen? Könnt ihr nachher auch herstellen lassen, wenn wir genug. Wieder die Näherei suchen, hä? Ist das möglich? Neben der Schmiede. Rechts neben der Schmiede. Ist die Küche. Oh, guck mal, meine liebe Elle. Ah, schön. Wo ist die Schmiede? Ah, die ist jetzt zu, die Näherei, ja. Geschlossen. So, Schneiderei. Hemden, Honigen. Sag mal, Strohhüte, ne? Ja. Oder Körbe oder sowas. Geben die Geld? Ich glaube nicht viel. Ich muss dann schauen, watschen. Wie sieht's eigentlich aus bei der Fischkunst? Die haben ja gesagt, wir sollen die Fische so nehmen und selber dingsen. Hm? Sind selber trocknen.
Weil das gibt ja mehr Geld, ne? Und geht ja bei uns wesentlich auch schneller. Auch Trockenfleisch gibt mehr Geld. Auch mit Trockenfleisch gibt da mehr Geld. Ja, dann lass uns das doch trocknen und das dann verkaufen. Weil Fleisch haben wir wirklich. Wir sind ja ständig auf der... Wir gehen jetzt, ja. Weißt du, wir gehen eine halbe Stunde über die Karte und haben so viel Fleisch. Weil wir müssen jetzt nächstes Jahr auch schon wieder Dingelskirchen und so, ne? Ich bin schnell am Schauen, wer am meisten Kälteschutz gibt, wo ich frisch halten kann. Kälteschutz, Tunika. 700, Schemata kaufen. Ist viel 700. Oder ich könnte die für 500 freischalten. Wie wäre es, wenn du deine warme Weste kaufst? Nein, das ist 1200, Andrina. Ja, aber das ist einmalig. Nein, aber wir können ja nachher, weil wir genug, wie heißt es, genug Sachen haben, können wir selber produzieren lassen. Erst filetieren, dann trocknen. Einen Garn brauche ich. Neues Leben. Ich habe. Nein, 1200 ist schon ein bisschen heavy. Ach komm schon. Ich ja gleich, ich schalte es jetzt frei, Andrina. Ich habe ja Geld. Natürlich hast du das Geld. Wollstoff und Leinengarn brauche ich drei. Was war denn jetzt, was wurde denn jetzt gefahren, gefangen? Was gefangen? Was schau mal jetzt? ins warte, alles eigentlich. Nahrungsmittellager, ne? Ja. Ani. Einsamen. Würde immer Schema kaufen und nicht die Produkte. Ja. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Fleisch zum Trocknen. Hm? Soll ich das machen? Ja, aber nicht zu viel. Er ist ja noch am Kochen, gell? Lass ja, er hat noch... immer noch 146. Sonst lass ihm 46, das reicht. 46. Wir haben 12 Hechte. Soll ich die nehmen? Ja, nimm's. Und die filetieren, ne? Haben wir nur 12 Hechte? Keine anderen Fische mehr? Nein. Nur noch Hechte eingestellt. Aber, danke. Kann ich die überhaupt filetieren? Ja, mit dem Messer, ja. In der Fischerei. Kannst du auf der Seite, ja, in der Fischerhütte, kannst du... So, hier, ne? Dort, Hechte. Ja. Hechte. Da kannst du filetieren, ja. R-E-F. Genau. Fleisch bringt nichts zum Verkauf. Wir haben es aber. Wenn wir es haben... Und dann trocknen, oder? Und dann hier aufs Trocken gestellt. E, dann können wir hier Fleisch. Hallo, Fleisch. E, ja. F. So. Wenn wir es haben, nehmen wir es mit. Weißt du so? Ja, ja, ja. Geschenkengaue guckt man nicht ins Mundwerk. E, F. 84 Fischfilet. Dann schau mal den Unterschied vom Preis. Wie spät ist denn das? Schaffe ich das noch zu verkaufen? Den Unterschied vom Preis, warte mal. Nimm mir Wunder, ja. Das habe ich noch nie vergleicht. Trockenfleisch ist 8. Trockenfleisch 8. Das gibt 4. Und getrocknetes Fisch ist 20. Ja, ja, das gibt 10. Pass ja, auf, ich gehe... Ich mach noch. Geh schnell nach Pastovia, ne? Schaffe ich das noch, ja, ne? Bevor der Tag endet, meine ich. Andrina, du bist ja der Chef. Nein, es geht nur, bevor der Tag endet. Ja. Ja, das Problem ist, dass ich um 19 Uhr zu Hause sein muss. Ah ja, das ist nicht viel Zeit. Ja, ja, deswegen. Rein theoretisch müsste ich dich nach Pastovia schicken. Ja, theoretisch. Ja. Praktisch ist dir das egal. Du musst doch knicki-knacki machen heute. Ja, ja. Mann.
Wenn ich jetzt hier irgendwas unterwegs treffe, dann habe ich ein Problem, ne? Den Büffelweg nehmen, den anderen Weg. Ich nehme lieber die Hirsche. Ich renne, was das Zeug hält. Mich sieht nichts. Nichts und niemand sieht mich. Niemand. Ich bin schmutzig. Was zum Markus da? Oh, mich hat was gesehen. Mich hat was gesehen. Ja, ja, gleich nicht mehr. Tschüss, bin weg. Uff. Deinen Gewebe. Uff. Wie spät ist es, Giulio? Guck mal auf die Map. Ja, Moment, ich bin sofort. Moment. Ich bin am Herstellen, weißt du. Uhr, Andrina. Das ist vorige Zeit. Nein, habe ich nicht. Wohl, 15.30 Uhr jetzt dann. Hast du noch ein paar Stunden. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Ich muss knicki-knacki machen. Ja, eben um 7 Uhr. Um 19 Uhr. Muss ich einen Punkt 19 Uhr anquatschen? Ja, also einfach da so, ja. Ich glaube schon. Muss ich ihn nochmal quatschen, jetzt mal? Ja. Hast du ihn schon mit 19 Uhr abgemacht? Ja. Ah, gut, ja. Deswegen, das war meine Panik. Ja, nein, ist schon gut. Ich verkaufe jetzt irgendwie jemanden. Komm her hier. Bist du? Ja, du. Du hast Geld, komm her. Nutz sie mir. Zeig mir mal deine Ware. Ja, du hast die besten Produkte. Ich weiß. Quatsch bin ich wohl. Getrockneter Fischfilet. 840 krieg ich. Und Trockenfleisch 332. Ich habe 1613. Ach, warte mal, der hat nicht mehr Geld. Warte mal, ich muss noch mehr verkaufen. Warte mal, hast du Geld? Nein, warte. Du hast Geld, oder? Du bist, ja. Komm her, zeig mir mal deine Ware. Ja, geh mir nicht auf den Sack, ich habe keine Zeit für dich mehr. Nochmal 344. Bestätigen. 1957 habe ich jetzt. So, schnell nach Hause. Andrina, hast du Wohlstoff? Wenn, dann habe ich es in die Dings getan. Im Lager? Ja. Fällt mir eins, Wohlstoff. Spät. 16 Uhr. Zeit. Oh, es ist Zeit, ich bin schmutzig. Ja, da magst du vorkommen drin. Oh Gott. Das ist nicht Hitze. Nicht Hitze. Ohne Loot, ich renne zu dir. Ich komme, ich fliege, ich eile. Nichts hält mich auf. Dein Schweinegeruch. Dein Schweinegeruch, der paart sich mit meinem Gestank aus Schmutzigkeit. Bullelut! Ich komme! Oh, ich höre schon wieder Dinge. Ich höre nicht, ich laufe, ich renne. Ich höre nix. Nix höre ich, nix. Wer reklamiert jetzt? Verwaltung? Irgendwer reklamiert was? Ja, das. Näherei. Ja, wahrscheinlich hat sie jetzt. Kein Pelz mehr, ja, das können wir. Ich gehe durch den Sumpf für dich! An die Milch vorbei! Ich stinke schon. Oh Gott, durch den tiefsten Sumpf. Oh weia. Ich glaube. Oh weia. Oh. Jetzt muss ich einstellen. Ich schaffe es nicht. Hol du Schafschuss. Nein. Ich stinke, ich bin schmutzig. Und er sagt zu mir, Honigküchlein. Komm, ich laufe noch mal durchs Wasser extra. Oh. Komm schon, Dreckigkeit, geh weg. Ich bin noch baden. Ja, im Siff, ne? Oh Mann. Okay, ich bin sauber. Oh, Lut!
Schnell, 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 schnell. Ich muss nach Hause. Die Axt aus der Hand. Sonst kriegt er Angst. Ei. Ich fliege, ich heile, Bullelut, ich komme. Also, gleich nach Hause. Warte, ich töte noch nebenbei den Hasen. So. Das hast du Zeit. So. Bullelut, bist du schon da? Der ist nicht da. 18:48 Uhr, ich hab noch eine Stunde Zeit. Ja, eben, sag ja. Du hast doch den Schweinehirten geheiratet, ja und? Wie ist der so im Bett? Ach, die einen sagen so, die anderen sagen so. Boah! Warte, jetzt muss ich die Tassen tauschen. Ich hab grad den Tee vor mir, jetzt Kaffee. Dankeschön für Kaffeemarsch! Bullelut, geh nicht ins Feuer, komm nach Hause! Ah, warte, ich stell mich hier zu Hause hin. Muss ich den jetzt, Leute, jetzt ernsthaft, muss ich den jetzt anquatschen? Ja, wenn er kommt, ja. Ich glaube, er bewegt sich langsam. Ich sehe das da oben auf den Kompass, er bewegt sich langsam auf mich zu. Ja, ja. Lass Hasi in Ruhe. Der lag da schon tot, ich habe ihm nur das Fell abgezogen. Kaffeemarsch, Andrina. Hast noch Zeit für einen Kaffee? Ich bin gerade bei, ich warte mit meinem Kaffee in der Hand, warte ich. Ich stehe mit dem Blick auf die Tür. Boah, der Lutut, guck mal, er kommt näher. Also wenn du jetzt durchs Fenster guckst, ne, dann klatscht das, aber nicht Beifall. Kommt er? Er kommt, ich glaube, er kommt. Aha, ich muss ihn jetzt anquatschen, oder? Ja, quatschen an. Hallo da. Und jetzt? Noch, ja. Romantik. Romantik? Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Was denkst du? Das musst du mir nicht zweimal sagen, Süße. Um 19 Uhr treffen wir uns zu Hause. Ah, ja. Nicht vergessen. Ja, und jetzt bin ich hier. In Ordnung. Ja. Ist noch nicht 19 Uhr, oder? Have a nice day. Wie, ist noch nicht 19 Uhr? 18:48 Uhr, okay. Er denkt sich auch nicht schon wieder. Bullelut, komm schon. Pack den Besen weg, den brauchen wir nicht. Bin auch so willig, komm. Komm schon. Andreas. Bullelut. Ist 19 Uhr? Jetzt ist 19:02 Uhr. Hallo da, General Wife. Hallo Honigküchlein. Ich denke, Sie sind bereit. Bereit für einen wilden Ritt, holde Dame? Oh, ich liebe dich. Und jetzt? Warte auf die nächste Jahreszeit. Und jetzt habe ich ein Kind, oder was? Das war's jetzt? Ja, jetzt müsste eigentlich Bildwechsel geben. Sprich ihn nochmal an. Hallo da, General Wife. Oh, oh mein Gott. Ich habe eine Kleinigkeit. Nein, ich kann kein Baby mehr machen. Also wenn wir jetzt schlafen, bin ich schwanger, ne? Theoretisch. Theoretisch noch nicht. Wollen wir? Warte mal, ich schau mal in die Verwaltung. Aha, der Bullelut, schon schwanger. Nein. Mal schau. Passiert ohne Nüte. Der Bullelut ist schwanger. Ich dreh durch. Ja. Ich hab gar nichts gemerkt. Ja. Frechheit. Ich glaube, der hat keine Inselbegabung. Ich habe mich gar nicht gewusst, dass man mit so einem Besen alles anstecken kann. Ja. Okay, ich gehe schlafen, Giulio. Ja. Wir gehen in die nächste Jahreszeit. Okay. So bin ich. Komm. Mein Bullelut ist schwanger. Ich dreh durch. Ah,
Ich sollte meine Verwandten herbringen. Nein! Lass die bloß weg, sind alle Schweinehirten. So, liebe Giglio, wo bist du? Zu Hause. Komm zu dir. Komm, wir gehen kuscheln, komm. Ja. Komm, der böse Bullelut, ich habe ihn geschwängert, weißt du? Ich habe ihn geschwängert. Und beim nächsten Mal haben wir jetzt richtig viel Arbeit. Ja. Ich sehe die dicken Kullertränen auf deinen Wangen. Vor Lachen! Nein. Für heute Feierabend. Ja. Wir haben, glaube ich, bis auf die Schuhe für die Esel haben wir heute alles geschafft, oder? Ja. Ich bin stolz auf uns. Geil. Und nächstes Mal Felder bestücken. Ah ja, Felder, ja. Sehr und du musst dann auch mal langsam in die Flirtschlappen kommen, ja, ne? Genau, ja. Ja, wäre schön, wenn ich dich auch verheiratet wüsste. Und wie du einen Mann schwängerst, das erkläre ich dir dann, wenn es soweit ist. Okay, gut. Auf YouTube vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch genauso viel Freude gemacht hat wie uns, dann lasst einfach mal ein Däumchen nach oben unter dem Video. Schreibt gerne Kommentare. Lili und ich, wir freuen uns immer sehr darüber. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss.